Der Kartenvorverkauf für die Krabbert-Festspiele 2018 startet am 15. Januar. Am Wochenende unterschrieben Produzentin Doris Siebecke und Krabbert-Mühlen-Geschäftsführer Tobias Tschischik die Vertragsverlängerung bis 2023. Nach Krabberts Tod in diesem Jahr wird die Geschichte um die Schwarze Mühle, ihren Müller und den Zauberlehrling Krabbert ab 2018 neu erzählt. 15 Vorstellungen stehen vom 27. Juni bis 15. Juli auf dem Open-Air-Spielplan zu Schwarzkollm. Kartenreservierungen im Vorfeld sind nicht möglich. Allerdings lohne sich ab und zu der Besuch der Homepage www.krabbert-festspiele.de, so die Veranstalter.